In diesem Format möchte ich euch zeigen, dass man ganz, ganz easy nachhaltig handeln kann, indem man nämlich Secondhand-Kleidung kauft, die ich hauptsächlich kaufe. Dass Secondhand heutzutage nicht mehr langweilig sein muss, weil unwahrscheinlich viel Kleidung auf dem Markt ist, zeige ich dir und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Coco vom Kanal, die kleine Coco. Ich beschäftige mich ja hier auf dem Kanal, wie auch auf meinem Zweitkanal mit Nachhaltigkeit. Hier geht es aber mehr oder minder um das Thema nachhaltige Kosmetik oder nachhaltige Mode. Und das ist der einfachste Weg, wirklich nachhaltig zu handeln, indem man ganz langsam, heimlich, still und leise Secondhand in seinen Kleiderschrank einbaut. Kleiderschrank ist eine Sache. Also mir ist es nicht schwer gefallen, man darf halt wirklich nicht zu viel von sich erwarten, dieses ganz oder gar nicht ist überhaupt nichts. Ich habe mich langsam dahin entwickelt, sprich ich habe erst ein paar Teile gehabt, dann habe ich immer mehr Teile gekauft, bis ich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, jetzt kaufe ich nur noch Secondhand und nachhaltig. Und jetzt ist es inzwischen so, dass ich alles, was ich, oder fast alles, 99%, was ich neu kaufe, beziehe ich nachhaltig von nachhaltigen Labels und alles andere Secondhand. Man spart schon automatisch, ne? Also ich gebe trotzdem immer noch weniger Geld aus. Aber wenn ich mir Dinge neu kaufe, dann eben von einer nachhaltigen Marke. Ich habe heute mal mein Bullet Journal in der Hand, weil ich da meine Outfits eingetragen habe. Was ich auch zukünftig jetzt machen werde wieder. Also hier eintragen, warum immer auf so einen blöden Blog. Das ist total blöd gewesen eigentlich. Die Outfits, die ich dir heute zeige, die sind natürlich ein bisschen wärmer. Also man merkt immer so zum Jahreszeitenwechsel, dass ich meine Videos vordrehe. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich meine Videos vordrehe eben und folgendes Video oder folgende Einblendungen habe ich bereits schon im Februar gedreht. Da war es noch ein bisschen kälter, aber es ist trotzdem interessant, würde ich sagen. Und wir fangen mit Outfit Nummer 1 an. Und da habe ich meinen Fliederstrickpulli angehabt von Gina Tricot. Und ich habe Gina Tricot wie früher echt geliebt. Weil ich, also die Qualität von den Sachen fand ich super cool. Und die Klamotten waren halt auch gleich so ein bisschen breiter geschnitten. Ich mochte das. Und da ist dieser Pulli auch her und ich glaube, dieser Pulli ist echt unkaputtbar. Also den werde ich nur in 2, 3, 4 Jahren werde ich den auch noch haben. Weil so, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch gemacht habt, bei so gestrickten Sachen, die werden immer länger, aber dünner. Und solche Anwandlungen hat der Pulli jetzt auch. Dazu trage ich eine Navi Jeans mit Loch. Die ist mir, man merkt es an dem Loch, zu lang. Das bedeutet, dass dieses Loch nicht exakt auf dem Knie sitzt, sondern das Loch hängt ein bisschen weiter runter. Das ist meistens so bei so vorgefertigten, verratzten Sachen. Die passen mir meistens nicht hundertprozentig. Die Jeans war relativ günstig, deswegen habe ich sie dann wirklich auch behalten, weil sie auch bequem ist. Dazu trage ich meine khakifarbenen Puma-Schuhe, die jetzt leider auch schon langsam wirklich den Geist aufgeben. Ich hätte nicht gedacht, dass die so schnell kaputt gehen. Das habe ich eigentlich mir anders vorgestellt. Aber gut, die Erfahrung muss man halt auch machen. Und wenn das bei der Marke so ist, dass die halt einfach nicht so lange halten, die Sachen, muss ich mir halt im Endeffekt überlegen, ob ich da überhaupt nochmal zurückgreifen möchte. In meinem Outfit Nummer 2 trage ich meinen schwarz-weiß gestreiften Pulli und den habe ich aus unserem Rotkreuz-Shop vielleicht 2 Euro bezahlt oder so. Müsst man bei euch vor Ort gucken, ob es solche Läden gibt. Eigentlich gibt es sowas in jeder Stadt und es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt dafür einen kleinen Preis einkaufen und ich habe es auch schon gesagt, durch das, dass Unmengen an Kleidungsstücke halt wirklich auf dem Markt sind, im Secondhand-Bereich, könnt ihr da richtig krasse Schnapper machen. Also wenn ihr Bock habt, mal auf eine Schatzsuche, geht ins Laden. Kann ich wirklich echt empfehlen. Dazu trage ich meine Mavi Jeans mit Loch und bei der ist halt wirklich schade, dass die nicht hundertprozentig sitzt. Zum einen bewege ich mich zwischen 2 Größen. Das bedeutet, oft ist eine 42 bei mir zu eng in der Jeans, weil die halt manchmal nicht nachgeben.
Und 44 zu groß. Das ist eine 44. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, das ist keine 44, sondern es ist eine 33, genau. Und das passt mir einfach nicht hundertprozentig, muss man an der Stelle sagen. Die ist eigentlich zu groß. Und das liegt ganz oft daran, dass diese Jeans nicht auf meinen Körper hundertprozentig drauf passen. Ich bin zu klein. Dann habe ich durch meine Krankheit eben dickere Oberschenkel und einen etwas größeren Bauch. Und dann passt schon hinten und vorne nicht mehr, ne? Und man arrangiert sich. Ich glaube, der ein oder andere kennt das. Ich sag mal, wenn ich eine Jeans kaufen muss, von 10 Hosen passen mir 11 nicht. Aber es hat tatsächlich so, und zu diesem Outfit, weil ich die Hose halt so gekrempelt habe, soll man übrigens, wenn man klein ist, eigentlich nicht machen, weil es einen noch kleiner wirken lässt. Aber man ist das egal. Man darf das machen, was man möchte. Und dazu trage ich meine schwarz-weißen Pumas. Und die sind von der Qualität her ein bisschen besser. Das sind BVB-Pumas im wahrsten Sinne des Wortes. Innen sieht man das noch. Außen habe ich es weggemalt mit einem schwarzen Stift, weil hinten, wo normalerweise das Puma drauf ist, ist da ein BVB-Logo drauf gewesen. Einfach mit einem schwarzen Stift übermalt und fertig. Die habe ich echt auch für einen mega kleinen Preis gekriegt. Ich glaube 6, 7 Euro oder so. Da konnte ich echt nichts sagen. Und von der Art und Weise gefällt mir der Schuh halt total. Outfit Nummer 3. Und im Outfit Nummer 3 trage ich einen Zwiebellook. Mache ich ganz oft. Wenn ich Kleidungsstücke echt gerne mag und es draußen noch kälter ist, trage ich halt wirklich noch was drunter und so, weil wenn man mal was ausziehen kann, ist es ganz passend, finde ich. Wir bewegen uns gerade in einer Jahreszeit, wo es echt schwierig ist, dass morgens ist es mega kalt, ich kratze morgens Auto noch und wenn ich mittags heimkomme, dann ist halt alles schon wieder zu warm und da bin ich ganz froh, wenn du was ausziehen kannst. Und da trage ich das And Other Stories Hemd. Darunter trage ich ein schwarzes langärmeliges Oberteil von Vero Moda. Habe ich mir exakt für solche Anlässe geholt. Ihr habt mir schon gesagt, ich soll euch dieses Outfit doch mit einem Taliengürtel tragen. Ich mag das überhaupt nicht. Ich weiß, es würde besser passen, aber ich komme nicht mit einem Taliengürtel zurecht. Ich mag das einfach nicht. Würde exakt super gut aussehen, das weiß ich bei dem Outfit. Aber wie gesagt, also, ich habe das Hemd an. Dazu habe ich eine Thermo-Leggings an, weil es an dem Tag halt echt kalt war. Aber das kann genauso gut auch eine Top-Top-Leggings sein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und dazu trage ich meine schwarzen Chelsea-Boots, die eben innen gefüttert sind. Es war halt echt ein mega kalter Tag. Und da hat das Outfit echt gut reingepasst. Im Outfit Nummer 4 trage ich einen Fliederpulli, der ist von Michalski tatsächlich. Den habe ich auf dem Flohmarkt geholt. Wenig Geld. Also, ich zahle auf dem Flohmarkt meistens nicht mehr wie 2, 3 Euro. Ich weiß nicht mehr, was ich für das Ding ausgegeben habe. So lange habe ich das schon. Das ist eins meiner ersten Teile übrigens, die ich secondhand-mäßig dann fest in meinem Kleiderschrank hatte. Früher als Jugendliche habe ich öfter mal auf dem Flohmarkt eingekauft, um irgendwie ein paar ausgeflippte Sachen zu holen. Jetzt inzwischen ist es nicht so. Es ist so, dass ich dann eben schon nach Kleidungsstücken gucke, die ich halt so auch anziehen kann. Und der Fliederpulli ist mega bequem, richtig cool. Dazu trage ich eine Tok Tok Leggings. Und die sind von der Qualität her einfach super. Die sind so bequem. Du machst da einfach nichts falsch. Ich habe inzwischen von den Dingern 3 Stück und ich habe es echt nicht bereut, muss ich an der Stelle sagen. Und dazu trage ich eben auch wieder meine schwarzen Chelsea Boots, weil die halt einfach hundertprozentig gut passen. Die sind allerdings gefüttert. Ich muss mir mal ungefüttert den besorgen, dass ich die einfach auch unter mir auch ein bisschen tragen kann. Kommen wir zu einem Lieblingsteil, weil es einfach so mega bequem ist. Und ich habe echt Hoodies total vermisst. Zipper-Hoodies, so oder so. Also ich habe in meinem Leben eigentlich echt immer gerne Hoodies getragen und die, die ich dann noch habe, die habe ich dann nur noch für zu Hause getragen. Jetzt habe ich endlich wieder einen, den ich eben auch draußen tragen kann und das mit diesem Muster finde ich halt echt cool, weil es ist nicht nur ein Basic-Hoodie, sondern es hat halt eben auch dieses Muster. Und der Hoodie ist von Monki, hätte ich mir glaube ich auch nie gekauft.
wäre ich auch so, glaube ich, gar nicht rangekommen. Und Secondhand bietet alles, kann man an der Stelle sagen. Dazu trage ich ein blaues T-Shirt von Tok Tok. Und wer mich schon eine Weile lang guckt, weiß, dass ich ein großer Fan von Tok Tok bin. Die Sachen, die haben einfach eine wunderbare Qualität. Ich habe über Tok Tok schon mein BH gekauft, Unterwäsche gekauft, Socken gekauft, T-Shirts gekauft, Leggings gekauft. Also ich bin komplett eingekleidet, außer jetzt so Jacken oder so. Das habe ich da noch nicht geholt, aber ich kann es echt empfehlen. Und dazu trage ich meine Mami Jeans wieder mit Loch, weil die einfach vom Legeren her einfach unwahrscheinlich gut zu dem Outfit gepasst haben. Und auch hier sind es wieder meine schwarz-weißen Pumas. Ich finde halt einfach, dieser schmale Schuh passt halt unwahrscheinlich gut zu dieser locker sitzenden Jeans. Harmoniert halt. Im Outfit Nummer 6 trage ich ein goldbraunes Oberteil und das steht für mich für eine Marke. Jetzt weiß ich die Marke nicht mehr, Moment. Marco war es oder Marco Polo? Ich weiß schon gar nicht mehr. Also ich bin überhaupt nicht markenbezogen, deswegen weiß ich sowas nicht. Aber dieses goldbraune Oberteil steht für mich für eine Marke, die hätte ich damals noch nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Ich wäre viel zu cool gewesen. Und jetzt zieht man halt sowas an, weil Marken einfach scheißegal sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich gehe halt wirklich nur noch nach Qualität. Und das habe ich jetzt schon eine mega lange Weile. Ist eben auch Secondhand. Hat schon das ein oder andere Loch auf Bauchhöhe. Das kriege ich einfach immer mit meinem Gürtel hin. Das ist ganz schlimm. Und dazu trage ich meine 1 Euro Fremantle Porter Jeans, auch vom Flohmarkt gekauft. Und die liebe ich. Ich glaube, ich bin jetzt schon traurig, wenn die kaputt ist, weil die hat so ein Jeans-Material, das hebt nicht so ewig, das merkst du schon. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich die gekauft habe, weil ich sie ja nicht probieren konnte, die Frau hat mir gemeint, 1 Euro, nehmen Sie sie mit, wenn die nicht passt, schenken Sie sie her, haben sie nicht viel kaputt gemacht. Und da kann ich halt echt nicht nein sagen. Zu der ganzen Geschichte, weil es halt einfach am besten passt, trage ich wieder meine Pumas, meine khakifarbenen Pumas. Die sind halt mega bequem, aber schon abgelaufen und die Sohle macht es nicht mehr so mega lang. Und auch der Schuh hinten ist total dünn schon, also am Stoff. Also ich habe die echt gerockt ein Jahr lang. Die sind super oft zum Einsatz gekommen. Also es waren echt Schuhe, die ich geliebt habe. Outfit Nummer 7 trage ich meinen Trockenblumenpulli von was war es? Esprit. Bitte, ich kenne die Marken von den Sachen zum Teil gar nicht. Das ist die Kindergröße von Esprit und ich kann mich noch daran erinnern, als ich den geholt habe, war ich total verwirrt, weil da 2XL drauf stand. Ich habe mir den so hingehoben und mir gedacht so, hey, das ist doch 2XL, das passt mir. Und dann habt ihr mir, glaube ich, irgendwo unter das Video geschrieben, dass das eben die Kindergröße von Esprit ist. Und gut, dass ich klein bin, ne? Also dann passe ich auch in sowas rein. Auch dazu trage ich meine Freeman T. Porter Jeans. Die ist einfach die coolste, die ist jetzt gerade wieder dreckig und ich muss meine Wäsche wieder waschen. Das ist immer so mein Anzeichen dafür, wenn die Hose dreckig ist, muss ich wieder Wäsche waschen. Und ich wasche ungefähr so alle 3 bis 4 Wochen. Weil ich eben auch Klamotten auslüfte und eben nachhaltigkeitstechnisch auch so danach gehe. Erst wenn meine Trommel voll ist, fange ich halt an, Wäsche zu waschen. Weil ich finde das halt nicht so nachhaltig, wenn man immer nur kleine Mengen wäscht. Und ich bin halt eben alleine. Alle andere Wäsche, wie zum Beispiel Socken oder Unterwäsche, wird natürlich regelmäßig gewaschen, aber gerade so Buntwäsche ist halt echt schwierig. Und hier trage ich meine hellen Chelsea Boots mit Spitze. Die sind nicht ideal. Ich bin immer noch auf der Suche nach Chelsea Boots, so schwarze. Ich hatte welche, die sind halt unwahrscheinlich schnell kaputt gegangen. Ich eben auch zu so kühleren Zeiten tragen kann, die eben nicht gefüttert sind. Aber in denen ich aber auch gut, im Herbst, Frühjahr halt so Übergangszeit laufen kann, die eben aber vorne auch so ein bisschen rund sind. Das sind die eben nicht. Also das sind so Klackerschuhe, also die sind unwahrscheinlich laut. Ich mag sie aber, sie sind allerdings überhaupt nicht wasserdicht.
Im letzten Outfit trage ich mein Kokay-Oberteil und Kokay hätte ich mir niemals gekauft. Wäre mir viel zu teuer gewesen. Ich habe denjenigen verstanden, der dieses Kleidungsstück weggegeben hat. Es ist nicht wirklich geschickt. Das soll heißen, es ist halb Hemd, halb Pulli. Also, du kannst es nicht immer anziehen, finde ich. Ich mag es trotzdem total gerne, deswegen habe ich es mir ja auch gekauft vom Äußeren her. Also oftmals entscheide ich bei solchen Sachen eben oberflächlich. Auf dem Flohmarkt kannst du natürlich die Sachen, oder auch im Secondhand-Laden kannst du die Sachen natürlich auch anfassen und das dich von der Qualität überzeugen. War jetzt natürlich in dem Fall nicht so, weil es ein Oberteil von Momox Fashion ist. Früher haben die ja U-Bob geheißen. Und zu diesem Oberteil trage ich wieder meine Fremantle Porter Jeans. Lieblingshose kann man im Moment wirklich sagen. Ich muss nur aufpassen, dass ich es nicht so oft trage, weil dann gehen die Sachen eben auch schnell kaputt. Und auch dazu trage ich meine schwarz-weißen Pumas, weil es einfach so sich im Oberteil halt widerspiegelt, das Schwarz und das Weiß. Ich mag die Schuhe auch echt gerne, also ich habe das echt nicht bereut, dass ich die auch geholt habe. Ich frage an der Stelle immer so gerne, kaufst du schon Secondhand ein oder bist du dir bewusst darüber, was es heißt, wenn du regelmäßig Kleidungsstücke kaufst, was das für unsere Umwelt bedeutet? Es ist natürlich wesentlich besser, sich auf Kleidungsstücke zu beziehen, die schon im Umlauf sind, die nicht erst produziert werden müssen. Weil ein Großteil unserer Kleidungsstücke wird halt wirklich unter Voraussetzungen hergestellt, die nicht ganz so toll sind. Zum einen für den Mensch, der das produziert, zum anderen für unsere Umwelt. Es ist echt heftig stellenweise. Hast du dir da selbst da schon Gedanken drüber gemacht? Wir können gerne auch mal ein bisschen in den Kommentaren diskutieren über das Thema. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Wir sehen uns also da wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!